Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Myst Masterpiece Edition. War wohl etwas ruhig auf meinem Kanal jetzt die letzten Tage. Ich hatte ein bisschen privat zu tun und auch mit der Sandbox hatten wir ein bisschen was gemacht. Deshalb kommt das Video ein bisschen verspätet. Wir haben noch zwei Ages vor uns im Grunde. Und wir schalten heute mal das Middle Age, ich bin schon wieder bei Thief. Mechanical Age frei. Und es wird wohl wieder nicht unbedingt so lang werden, das Video, weil das wird recht fix gehen, denke ich. Da selbst das, ja, Freischaltung Selenitik war nicht unbedingt so schwer. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt das Middle Age. Ich habe zu viel Thief gespielt in den letzten Tagen. Das Mechanical Age, so rum, so schwer freizuschalten ist. Als erstes natürlich wieder mal hier an die Tower-Rotation. Und freischalten. Ja, es geht jetzt auch mit großen Schritten Richtung Riven. Ich habe mir jetzt die Tage schon mal die Möglichkeiten angeguckt, wie ich das realisieren kann mit dem Aufnehmen. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann schauen wir mal. Yep. Ich habe auch festgestellt, dass Myst an sich eigentlich ein recht kurzes Spiel ist, wenn man das geordnet angeht. Ich habe es, glaube ich, 6 Stunden bis zum heutigen Tag an Videos aufgenommen. Das ist doch recht kurz. So, 2.40, 2.21. Heute habe ich mal mein Blatt Papier dabei. So. Was mir auch aufgefallen ist, dass dieses Mechanical Age eine wirklich große Ähnlichkeit mit dem letzten oder ja mit dem letzten Age bei Myst Uru Live hat. Was Torius und ich das letzte Mal gespielt haben, vom Aussehen zumindest. Das sieht man hier ganz schön. Ich zeige euch dann nochmal das Buch dazu. Also, soll wohl auch so einen rotierenden Kreis haben und das schon kommt dem schon recht nahe, was ich schon aus Myst. Ach, Uru Online, oh, ist das heute Morgen schon wieder früh. Uru Online kennen. Das wird, denke ich, mal interessant. Von der Geschichte her, ja, es geht sich halt um diese Inselgruppe. Also laut dem Buch hier, also laut Atrus, war hier vorher eine Stadt angesiedelt. Es passiert natürlich wieder mal auf irgendeiner Welt mit viel Wasser. Und ja, da war die Stadt gewesen, die wurde dann durch irgendwelche räuberischen Aktivitäten von fremden Schiffen zerstört und es blieben halt nur offiziell diese 3 kleineren Inseln übrig. Und dann kam halt Atrus und dann wurde halt dieses Fort, nennen die das, Fort gebaut und
Weil die bösen Menschen würden nach 10 Jahren wiederkommen und Atreus hat natürlich dann 6 Monate vorher, es hat er aufgeschlagen und dementsprechend hat er in 6 Monaten dieses Ding hochgezogen. Aber durchaus auch wieder interessante Geschichte. So. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, meine Mistbücher anzufangen zu lesen. Anzufangen zu lesen. Lesen anzufangen, ist egal. Die kommen auch noch. Da muss ich mich auch nochmal hinterhängen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. So. Das habe ich mir nämlich auch gedacht schon. Hier gibt es nämlich keine Konsole oder ähnliches. Da müssen wir dann zu Plan B übergreifen. Weil das wirklich letzte Gebäude, was ich noch nicht erkundet habe, ist nämlich hier die Uhr. Und ich gehe mir ganz schwer davon aus, dass die dazugehört, alleine wegen diesem äußerst unschön flickernden Zahnrad. Und 2.40, das könnte eine Uhrzeit sein. Probieren wir dann einfach mal aus. 2.40, also 20 vor 3. Ja. Hat ja ganz gut geklappt. Dann haben wir noch einen letzten Schalter. Diese Schalter werden auch noch interessant für wohl das letzte Zeitalter. Ich habe ja die beiden einzelnen Papierfetzen gefunden. Die habe ich dann mal zusammen gefotogeshoppt. Und die werden dann wohl nach diesem Mechanical Age interessant. Weil da kommen wieder die Schalter vor, bestimmte Schalterstellungen. Dann soll da irgendwas passieren. Da werden wir uns dann demnächst darum kümmern. Aber erstmal hier schauen. So, was haben wir denn hier? Eine Maschine. Okay, das dreht sich. So, 2:1. Da denke ich mal, müssen wir die... Zahlen eingeben. Ach, da mit dem oberen. Genau. Ja, das ist jetzt... Das ist die Frage. Wenn ich das jetzt... Ah ja, gut. Man hat nur eine gewisse Anzahl an Versuchen, so wie es aussieht. Und dann probieren wir es mal so. Okay. Man kann also den mittleren Ring auch einzeln fahren. Das könnte natürlich hilfreich sein. So, da müssen wir mal eben überlegen. Wie kriegen wir das denn am besten hin? So, wenn ich jetzt den mittleren Ring einzeln separat laufen lassen kann, dann kann ich ja eigentlich hier oben das so stehen lassen. Denn beim nächsten Hebelzug würde dann der auf 2 schwenken. Und wenn ich ihn gedrückt halte, müsste eigentlich dann ja richtig
Ja, hervorragend. So muss das. Ja, das war dann die Freischaltung fürs Mechanical Age. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nichts mehr zu tun. Doch eine Kleinigkeit noch, das habe ich jetzt bei dem, ich habe das Bücherregal nochmal durchstöbert. Und da ist mir dieses Buch aufgefallen. Mit verschiedenen Symbolklassifikationen. Also es geht, ich habe bis 160 mal geklickt, das geht extrem weit. Wofür ich das brauchen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, das hat irgendeinen besonderen Hintergrund. Die restlichen Bücher sind halt wirklich hier verbrannt, aber halt dieses letzte war noch sehr glücklicher Zufall, dass ich das gefunden habe. Und natürlich hier das letzte Buch, Rhyme. Was in der Reihenfolge halt, wie gesagt, als letztes wirklich lesbares Buch in diesem Bücherregal steht. Ich denke mal, dieses Rhyme wird noch ein... Nee, Rhyme ist ja eigentlich schwierig. Ich glaube nicht, dass da, dass diese untere, das untere Age hier so einfach freizuschalten ist. Ich habe in den Büchern auch nicht wirklich Informationen darüber gefunden. Über dieses hier. Dementsprechend wird das auch nochmal interessant werden. Aber im Großen und Ganzen wird es, glaube ich, sich nur noch hier um das Mechanical Age und um dieses da unten handeln. Und dann vielleicht noch eins. Aber schauen wir mal. So. Dann gucken wir uns das mal an. Yep, ist freigeschaltet. Oh ja. Das sieht ja schon beinahe aus wie Riven. Wenn man das mal so grob sich anguckt. Ja gut. Das soll es gewesen sein erstmal für die Freischaltung Mechanical Age. Und wie gehabt, beim nächsten Mal dann halt wieder das Zeitalter an sich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.